Sonntag, 10. November, der 119. Projekttag. Die verwüstete Stadt. Heute Morgen kamen wir beide irgendwie nicht aus dem Zelt heraus, da es darin urgemütlich war. Erst gegen 12 Uhr mittags wurde das Schlafdomizil langsam verlassen, worin Boris zuvor sogar das Frühstück zubereitet hatte. Selbst die Speisung erfolgte innerhalb des Zeltes. Endlich aufgestanden ist der Himmel wechselnd bewölkt. Es war sehr, sehr windig und die Luft erneut recht schwül. Sobald die Sonne herauskam, war es sogar verdammt warm. So war es möglich, mit freiem Oberkörper die Räder zu bepacken. Äußerst störend waren allerdings die zahlreichen Moskitoschwärme, die den Jungen bereits gestern Abend wieder erheblich zugerichtet hatten. Oh je, ging das etwa schon wieder los. Denn wieder bestand die geeignete Konstellation aus warmer Sonne und sehr viel Regen im Vorfeld. Mückenschwärme am Mittag sind allerdings ungewöhnlich. Der sogenannte Azteke, also unser Gastgeber, ließ sich heute Morgen doch noch einmal kurz blicken. Er weckte uns mit den Worten »Everything alright, Pico?« Als Boris beim Zusammenpacken der Sachen zwischenzeitlich kurz das Geschirr gewaschen hatte, blubberte unser Gastgeber ihn gleich wieder zu. 13.15 Uhr. Von unserem Gastgeber wurde sich noch anständig verabschiedet, bevor es vor einer Stunde auf Reisen ging. Zum Abschluss schenkte ich dem Mann noch ein 5-Cent-Euro-Stück aus Griechenland, wofür er sich anscheinend sehr interessierte. Gott sei Dank quatschte der Azteke uns bei der Verabschiedung nicht mehr ganz so zu. Tat er es doch, dann redete unser Gastgeber nur über das Thema Weiber. Nett war, dass er uns unmittelbar vor Reiseantritt noch jeweils eine Cola und eine Banane schenkte. Beides wurde noch vor seinem Haus verzehrt. Inzwischen hatten sich die Wolken komplett verzogen, die Luft war mittlerweile extrem schwül. Dadurch kamen der Junge und ich beim Fahren arg ins Schwitzen. Schön war es allerdings, dass man die ganze Zeit über mit freiem Oberkörper fahren konnte. Tagebucheintragung am Abend. Unsere heutige Kurztour über den Highway 6 in Richtung Galveston verlief ohne Probleme. Selbst der Westwind blies günstig und wurde als Seiten- bis Rückenwind wahrgenommen. Insgesamt waren nun 64 gleich 6.992 Kilometer gefahren, als am Abend die kleine Ortschaft Santa Fe erreicht wurde. Bei dem ersten Frageversuch zwecks einer Unterkunft wurden wir zwar abgewiesen, erhielten aber den Tipp für eine Schlafmöglichkeit auf einer sogenannten Picnic Area. Bei uns in Deutschland würde man so etwas in einen kleinen Stadtpark nennen. Mit der Parklösung waren wir zufrieden, obwohl dadurch eine mögliche Einladung zu einem Abendessen bei Privatleuten flach fiel. Der Tag endete dann mit den üblichen Ritualen. Kochenbär, Ohrenbär hören, labern und schlafen. Doch letzteres fiel schwer, weil die Luft immer noch schwülwarm war. Am späten Abend regnete es dann leicht, was die Schwüle wenigstens etwas vertrieb. Ein Nachtrag. Kurz nach der Abfahrt heute Morgen vollzogen wir von einer Tankstelle aus einige Anrufe nach Deutschland. Ich tat es mit Markus Berns, meiner besten Freundin Sonja, meinem Bruder und meiner Schwägerin. Mit den restlichen Einheiten auf der Telefonkarte konnte Boris dann noch mit seiner Lieblingstante Agnes und weitere dort in ihrem Haus anwesende Personen sprechen. Dieser Anruf tat ihm offenbar gut. Überhaupt stimmt augenblicklich die Stimmung zwischen dem Jungen und mir. Der entspannte Tagesablauf hatte uns gut getan. Insgesamt machte die Maßnahme wieder mehr Spaß. Beim abendlichen Zelten waren wir mal wieder von Moskitos umzingelt. Dieses Mal waren die Insekten überdimensional groß, aber nicht in so hoher Anzahl vertreten. Montag, 11. November, der 120. Projekttag. Eine Provokation mit dem Zelt. Boris und ich schliefen bis etwa 9 Uhr. In der Nacht war es angenehm warm, zu Beginn des Schlafes sogar schwül, sodass nur schwer einzuschlafen war. So rauchte ich eine Zigarette nach der anderen. Schon am Morgen schien die Sonne, ohne dass sich auch nur eine Wolke am Himmel befand. Dabei wehte ein frischer, trockener Nordostwind, der in den Nachtstunden offensichtlich gedreht hatte. Für die erste Hälfte der Strecke bis Galveston könnte das bedeuten, dass ein angenehmer Seiten- bis Rückenwind wird. Sobald die geplante Route später aber entlang des Meeres in östliche Richtung verlief, könnte er sich zu einem gemeinen Gegenwind entpuppen. Ui, ui. Aber egal, wir hatten ja Zeit. Florida war nun definitiv unser nächstes Reiseziel. Die etwa 2500 Kilometer lange Strecke entlang der amerikanischen Südküste sollte komplett mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Tagebucheintragung am Abend.
Immerhin wurden es heute insgesamt noch 59, gleich nun 7051 Kilometer. Mehr war nicht möglich, da wieder erst um 11.30 Uhr mit der Radtour begonnen wurde, nicht nur, weil beim morgendlichen Einpacken mal wieder getrödelt wurde. Bereits die erste 9-Kilometer-Etappe wurde gleich zweimal unterbrochen. Einmal deshalb, weil Boris unterwegs die Wasserflaschen auffüllen musste. Aufgrund des in Vancouver verloren gegangenen Wassersackes transportierte Boris ja immer noch zahlreiche leere Cola-Plastikflaschen. Diese mussten diesmal nach Beginn der Tagesreise aufgefüllt werden, weil es auf dem Picknick-Area keine Gelegenheit gab, sie mit Wasservorrat zu füllen. Eine weitere Unterbrechung war nötig, weil ich unbedingt einen großen Briefumschlag an Mama nach Deutschland wegschicken wollte. Doch leider war die angetroffene Poststelle aufgrund eines Feiertages, dem Veterans Day, geschlossen. Dabei gedenken die Amerikaner ihren gefallenen Soldaten. Entgegen unserer Prognosen herrschte auf den ersten Kilometern ein unangenehmer Seiten- bis Gegenwind. So fiel uns das Fahren ziemlich schwer. Dafür waren die Temperaturen okay. Man konnte es sogar erneut riskieren, ohne T-Shirt zu fahren. Im Laufe des Tages, vor allem gegen Abend, wurde es aber wieder übergezogen. Da wurde es bewölkt und die Luft spürbar frischer. Witzig war, dass wir durch die wiederholte intensive Sonneneinstrahlung im Süden von Texas beim Fahrradfahren wieder ein wenig Farbe bekommen hatten, die seit dem Aufenthalt in Kanada längst wieder verloren gegangen war. Ein Problem auf der heutigen Tagesetappe entwickelte sich kurz hinter der Ortschaft Bayou. An dieser Stelle ging der Highway 6 in die 45 über. Diese sollte über eine Brücke hinüber zu Galveston Island führen. Im Vorfeld wussten wir aber wieder einmal nicht, ob sie befahren werden durfte oder nicht. Aufklärung darüber sollte uns eine Polizeistation kurz vor dem Übergang bringen, die während einer Etappenpause von uns gesichtet wurde. Doch die Polizeiwache war unbesetzt. Im Nachbargebäude, einem Versicherungsbüro, fragte ich dann eine dort beschäftigte Frau mittleren Alters. Die Dame holte sich über die Polizei in Galveston fernmündlich die entscheidende Auskunft ein. Diese bejahten unsere Anliegen, den Highway 45 befahren zu dürfen. Gesagt, getan. Nach Durchqueren des Ortes Galveston erreichten wir schon nach kurzer Zeit eine kleine Fähranlegestelle. Die Fahrt mit der kleinen Fähre dauerte gerade mal 15 Minuten und war, oh Wunder, sogar kostenlos. Der Kurztransport bedeutete eine nette Abwechslung vom Radfahralltag und inspirierte beim Blick auf das Wasser zum Träumen. Dabei begleiteten uns zahlreiche Möwen, die wohl auf Futter von den Passagieren warteten. Der Wind wehte lau. Ab der Höhe des Örtchens Port Bolivar führte unsere Tour für den Rest des Tages den schmalen Landstrich der Atlantikküste entlang, wo man dann auch erstmalig den Blick auf den Ozean genießen konnte. Ja, der Atlantik. Er hatte uns wieder, nachdem er bereits auf dem Flug von Europa nach Amerika überquert wurde. Nun spürte man förmlich, dass man sich bereits wieder auf der Rückreise in Richtung Heimat befand, was wir eigentlich schon seit der Abreise von Ensenada in Mexiko taten. Seitdem verlief unsere Route ja nur noch grob ostwärts. Bevor die Fähre betreten wurde, waren der Junge und ich noch bei McDonald's essen. Dort bedienten wir uns kräftig an der Ketchup-Maschine. Außerdem holte ich schnell noch 120 US-Dollar von einem EC-Automaten ab, weil die Befürchtung bestand, zu wenig Geld für die bevorstehende Fährfahrt zu haben. Im Anschluss an dieser verlief die Radtour bis zur Ortschaft Crystal Beach recht ruhig. Dabei blies auch der Wind nicht mehr so extrem ins Gesicht wie noch kurz vorher. So konnten Geschwindigkeiten von über 20 km/h pro Stunde erreicht werden. Bei Ankunft in Crystal Beach kauften der Junge und ich in einem separat errichteten Kleingeschäft zu Rechten der Strecke jeweils ein Kakaogetränk und Cola. Nachfolgend suchten wir einen kleinen und sogenannten RV Park, also einen Campingplatz, gegenüber der Straße auf, doch ein Anmeldebüro oder ein offizieller Mitarbeiter waren nicht aufzufinden gewesen. So wurde das Zelt zwischen offensichtlich ungenutzten Wohnwagen einfach aufgebaut. Unsere Obhut noch nicht errichtet, da kam ein Pickup unmittelbar auf unseren Standort zugefahren. Ein Mann um die 40 und eine Frau stiegen aus und traten mit ernstem Gesicht auf uns zu. »Hey Jungs, was macht ihr da? Ihr könnt hier nicht bleiben. Für Zelte gibt es hier keine Möglichkeit zum Aufstellen. Wenn wir gleich wiederkommen, seid ihr hier weg.« Eine weitere Diskussion erschien zwecklos. Zu entschlossen wirkte der rigorose Verantwortliche des Zeltplatzes. Als die beiden wieder verschwunden waren, fluchte ich in Richtung Boris. »Dieser Penner, die hätten uns doch nur wirklich ruhig hier campen lassen können. Hier ist doch Platz en masse. Anscheinend wollen die kein Geld verdienen.« »Ja, dann haben die Pech gehabt.« »Ja, wir aber auch.« So mussten wohl oder übel wieder alle Sachen zusammengepackt werden, was verdammt aufwendig war, nachdem man bereits alles vom Fahrrad abgepackt und schlafgerecht sortiert hatte.
Zurück auf der Straße wurde mir erstmals bewusst, dass sich hinter dem zuvor besuchten Verkaufsladen eine große Rasenfläche befand. Das war eventuell eine geeignete Alternative zu dem Campingplatz gegenüber. Um die Möglichkeit des Übernachtens dort zu erfragen, betrat ich das Geschäft. Überzogen fröhlich rief ich: "Hallo, hier bin ich wieder." Der Mann hinter der Ladentheke setzte sofort ein freundliches Grinsen auf. "Na, habt ihr noch was vergessen?" "Nein, nein. Ich wollte nur mal fragen, ob das Grundstück hinter dem Laden Ihr Eigentum ist." "Ja, das ist es." "Sagen Sie, hätten Sie etwas dagegen, wenn wir für eine Nacht dort ein kleines Zelt aufschlagen, um dort zu übernachten? Drüben auf dem Campingplatz hat man uns gerade nämlich leider verwiesen." "Nein, das ist überhaupt kein Problem. Ein Vorteil für mich bringt das ja auch. Dann könnt ihr morgen ja euer Frühstück gleich bei mir im Laden kaufen." Ich begann zu lachen. "Ja klar, das machen wir. Versprochen." Unter großem Moskitoalarm wurde unser Zelt aufgebaut. Später wurden in aller Schnelle noch Nudeln gekocht und dann sofort schlafen gegangen. Zum Schutz vor der Moskitoplage wurde erstmals die Anti-Insektencreme benutzt, die uns bei Calgary in Kanada von Joe geschenkt wurde und seitdem noch nie zum Einsatz gekommen war. Zur Erinnerung, Joe war übrigens der junge Mann gewesen, der uns in Kanada zur Ölbohrstation begleitet hatte. Dienstag, 12. November, der 121. Projekttag. Höllenwinde. Hey, hey, bereits um 9 Uhr waren Boris und ich heute Morgen aufgestanden. Gemessen an den zwei Vortagen war das fast schon als Nachtzeit zu bezeichnen. Durch die vorangegangenen Bus-, Auto- und Taxifahrten sowie den Ausruhe- und Besuchstagen bei den Marstons war man ja richtig aus dem Rhythmus gekommen. Machen Sie das, verehrte Leserinnen und Leser, mal Ihrem Chef klar, dass Sie nach Ihrem Urlaub erst einmal ein paar Tage zu spät zur Arbeit kommen, mit der Begründung, Sie seien aus dem Rhythmus gekommen. Obwohl noch im Zelt liegend, fror ich ein wenig, bevor sich die Sonne am Horizont zeigte. Es war schon am gestrigen Abend zu spüren, dass es frischer wurde als sonst. Trotzdem begrüßte uns der Tag mit strahlendem Sonnenschein, einem wolkenlosen Himmel. Dafür wehte aber ein steifer Ost- bis Nordostwind, was totalen Gegenwind für die nachfolgende Tour bedeuten könnte. So eine Scheiße. Infolgedessen wurde die heutige Tagesetappe frühzeitig begonnen. Es muss doch endlich mal wieder möglich sein, 70 Kilometer zu fahren. Hier in Texas endeten unsere Tagestouren aber auch schon gegen 17.30 Uhr bis 17.45 Uhr. Dann wurde es schon dunkel. Das war ätzend. Scheiß Winterzeit. Die gesamte Maßnahme hat in dieser Hinsicht einfach zu spät begonnen. Unsere Sachen waren noch nicht ganz gepackt. Man befand sich noch an Ort und Stelle der Übernachtung. Da entdeckte Boris bei mir eine Reifenpanne am Hinterrad, welche bereits seit Tagen zu prognostizieren war, da der Schlauch schrittweise an Luft verloren hatte. Die notwendige Reparatur verlief zügig. Die geschenkten Flicken aus dem Bridgestone-Unternehmen hielten ausgezeichnet und ließen sich leicht anbringen. Toll! Was das Verhältnis von Reifenpannen zwischen Boris und mir betraf, so stand es jetzt unentschieden 7-7. Die erste Etappe verlief so, wie es im Vorfeld erwartet wurde. Der Junge und ich mussten über eine Strecke von 9 Kilometern gegen starkböigen Wind ankämpfen. Mindestens genauso schlimm war bislang der von LKW aufgewirbelte Staub, der einen in die Augen wehte. Die Luft wirkte aktuell klar und sauber. So besaß man eine erstaunliche Weitsicht mit klarsten Konturen der Landschaft. Das deutete aber leider darauf hin, dass es stürmisch blieb. So ein Mist. So macht das Fahren keinen Spaß. Zudem besaßen wir keine Flüssignahrung, weil das Trinkwasser in der Umgebung ungenießbar sein sollte. Wir würden wohl gleich welches in einem Geschäft kaufen gehen müssen. Boss und ich fuhren 3-9 Kilometer und eine 4 Kilometer Etappe bis zur kleinen Ortschaft High Island. Dieses Nest war uns ganz gelegen gekommen, da der Wind ununterbrochen von der Seite und von vorne geweht hatte und unsere Kräfte zusehends geschwunden waren. Ab exakt diesem Ort, wo noch eine kleine Mahlzeit zu uns genommen wurde, da kam es dann erwartungsgemäß ganz dicke. Nun blies uns der Wind direkt ins Gesicht und das Radfahren wurde zur schlimmsten Tortur, die seit Beginn des Reiseprojekts erlebt wurde. In einer weiteren Pause meinte Boris: "Boah, das habe ich ja noch nie erlebt. Du kommst ja gar nicht gegen den Wind an. Vorhin kam ich kaum noch von der Stelle." Ich sagte: "Das ist unglaublich, ne? Aber das wussten wir ja vorher, dass der Wind uns voll entgegenknallen würde. Aber dass der so bläst, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Das ist mit Sicherheit schon Sturmstärke. Ich frage mich nur, wie lange wir das noch durchhalten. Ehrlich gesagt, viel Kraft habe ich nicht mehr übrig." "Können wir nicht kleinere Etappen fahren? Ich kann nämlich bald auch nicht mehr." "Ja, das können wir machen. Hört das denn heute noch irgendwann mal wieder auf?"
Ich sagte, frühestens gegen Abend wird der Sturm nachlassen. Aber eine Fahrtrichtungsänderung wird es vorher nicht geben. Das bleibt so. Leider. So reduzierten wir unsere Abschnittsetappen sinnvollerweise auf 5 Kilometer Einheiten. Bis zum Sonnenuntergang wurden davon 5 Stück gefahren. Anders waren sie einfach nicht zu bewältigen gewesen. Doch selbst das war an der Grenze zur unerträglichen Qual. Nach der 4. Fünfer zog sich Boris zu allem Unglück auch noch seinen 8. Platten zu. Es traf sein Hinterrad. Eine große Schuld daran trug sicherlich der grobe Schmutz auf den Seitenstreifen, welcher von den Fahrzeugen und den kräftigen Winden an den Rand dieser gedrückt wurde. Mein Ärger darüber brachte ich Boris zum Ausdruck. So ein Dreck habe ich auf irgendwelchen Straßen noch nie gesehen. Guck dir das mal an, da liegen überall kleine Nägel. Der Junge entschuldigend: Ich habe schon die ganze Zeit darauf aufgepasst, dass ich nicht darüber fahre und hat trotzdem nichts genutzt. Ach, das hätte mir auch passieren können, sagte ich. Im Anschluss an die Reparatur galt meine Priorität schon wieder dem Finden einer Unterkunft. Das war auch bitter nötig, da die uns umgebende Landschaft nahezu unbewohnt war und es bereits wieder dämmerte. Der erste Frageversuch nach einer privaten Unterkunft in der kleinen Ortschaft Stowell wurde erst einmal abgewiesen. Ein junger Mann, der uns nur in einer Jogginghose bekleidet und mit freien Oberkörper an der Haustür entgegengetreten war, lehnte ab. Angeblich sei sein Garten voller Hornissen. Er lotste uns aber zum Nachbarhaus, das, einsam gelegen, eine große Rasenfläche aufwies. Dort besaßen Junge und ich mehr Glück. Eine junge Frau mit südländischem Aussehen und mit mindestens ein Kind im Alter von 10 Jahren öffnete uns, nachdem unsererseits vorsichtig an der Haustür angeklopft wurde. Schellen sind an amerikanischen Häusern ja nur selten vorhanden. Sie selbst wollte nicht über unser nächtliches Schicksal entscheiden und rief ihren Ehemann herbei. Dieser setzte fortan das Gespräch fort. Nach einigen Minuten der Skepsis erteilte er uns dann endlich die Erlaubnis zum Zelten auf seinem Hab und Gut. Der Hausherr sprach sehr schnelles und etwas undeutliches Englisch. Nach dem flinken Errichten unseres Nachtlagers schenkte uns der Mann spontan noch 2 Cola-ähnliche Getränke namens Dr. Popper. Im Anschluss kochte Boris noch blitzschnell Nudeln, danach fanden wir auch schon ins Zelt zum Schlafen. Natürlich durfte das Vorlesen des Ohrenbärs nicht fehlen. Was ich beim finalen Radfahren schon angekündigt hatte, bewahrte sich nach Sonnenuntergang beim Kochvorgang. Die Außenluft kühlte enorm ab. Zum ersten Mal nach einigen Tagen krochen wir deshalb mit Pullovern und langen Jogginghosen bekleidet in den Schlafsack. Zur Tagesbilanz. Heute wurden nur 58 gleich 7109 Kilometer mit dem Rad gefahren. Die Landschaft wurde recht monoton erlebt. Sie war flach, sumpfig und besaß sehr wenig Pflanzenwuchs. Die Straßen verliefen zumeist kerzengerade. Sie schienen wie von einem Lineal gezogen. Doch viel bekam man von der Umgebung eh nicht mit, weil das Ankämpfen gegen den Wind aufgrund der gebündelten Konzentration für den Kraftaufwand es nicht zuließ. Schlimm und erwähnenswert ist es noch, dass einem während der Fahrt ständig die Nase lief. Auch ein unangenehmes Nebenprodukt des beständigen Gegenwindes. Mittwoch, 13. November, der 122. Projekttag. Ein Chefarzt bei seiner Visite. Laut der ursprünglichen Planung waren morgen Abend 2/3 der Maßnahme vorbei. Plus der 12 Tage in Griechenland waren der Junge und ich bereits 134 Tage nahezu ununterbrochen zusammen. Eine stramme Leistung für beide Beteiligten. Bob und ich standen gegen 8.15 Uhr recht früh auf. Somit war die zeitliche Voraussetzung dafür geschaffen, heute endlich mal wieder die 80-Kilometer-Marke zu erreichen. Augenblicklich strahlte die Sonne vom Himmel herab und der Wind wehte nicht so streng wie gestern. Boris besorgte im Ort gerade frisches Brot und Kakaogetränke, um gleich noch auf dem hiesigen Grundstück frühstücken zu können. Apropos Nahrungsmittel, es mussten unbedingt wieder für neue Proviantnachschub gesorgt werden. Vieles von dem Alten war bereits wieder aufgebraucht. Von dem Ehepaar konnten sich von unserer Abfahrt noch ordentlich verabschiedet werden. Der Mann war in diesem Augenblick gerade dabei, ein paar Feinschliffarbeiten in einer Werkstattcontainer zu vollziehen, welcher mitten auf dem Gartengelände postiert war. Dabei war der Gastgeber begleitet wie ein Chefarzt bei seiner Visite. Beim Abschlussgespräch stellt sich heraus, dass er Zahntechniker war. Um etwa 9.30 Uhr machten wir uns auf den Weg. Nach einer ersten kurzen 5-Kilometer-Etappe folgte ein Stopp in der Ortschaft Winnie. Dort existierte zu unserer Verwunderung ein größerer und kostengünstigerer Supermarkt. Für den Betrag von rund 35 US-Dollar kaufte ich auf Vorrat für mehrere Tage ein. Nun waren wir beladen wie Packesel. Jede noch freie Stelle innerhalb und außerhalb des Fahrradtaschen und zusätzlichen Behälter wurde genutzt, um alle neue Einkäufe zu verstauen.
Boris maulte ein wenig. Mussten wir denn unbedingt gleich so viel einkaufen? Ja, was denn? Hast du schon mal auf die Karte geguckt? Bis New Orleans erwarten uns in Texas und Louisiana nur noch so kleine Küstendörfer. Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass dort noch größere Supermärkte geben wird. Wieso denn nicht? Hier gab's doch auch einen. Ich fragte, hattest du in dieser gottlosen Gegend ernsthaft damit gerechnet? Nö. Na also, besser holen wir die Sachen jetzt, bevor wir ohne Essen sind. Darauf habe ich echt keine Lust. Und außerdem, was meinst du, wie hoch die Preise in so kleinen Geschäften liegen? Ja, stimmt auch wieder. Blöd ist nur, dass mein Fahrrad jetzt bis oben hin beladen ist. Ich habe echt keinen Platz mehr. Die Wasserflaschen muss ich ja auch irgendwo befestigen. Ja, da kann ich ja nun nichts dafür. Hab ich den Wassersack in Vancouver liegen gelassen oder wer? Außerdem habe ich die meisten Sachen von dem Einkauf bei mir am Fahrrad. Und jetzt habe ich genauso wenig Platz und genauso viel Gewicht wie du. Sei dir sicher.